Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die erste Aussaat von diesem Jahr. Und zwar, ich zeige erstmal, hier habe ich mir ein Anzuggewächshaus zugelegt. Und ich werde aussehen. Erstmal eine Glockenchili, Yellow Mushroom, eine Chupetino Chili, eine Jalapeno, eine rote Peperoni, dann eine orange Mini-Paprika, eine Freiland-Paprika von der Sorte Zlata, Mangold, Stuttgarter Riesen, Brokkoli, Mini-Paprika rot, Mini-Paprika gelb und Spinat Matador. Ja, das werde ich jetzt schon mal aussehen für die erste Ladung. Da habe ich, wie gesagt, mir ein Anzuchtgewächshaus besorgt, habe ein bisschen Kokoserde angemischt. Hier dann noch, wie heißen die eigentlich? Ja, diese Papptöpfe halt. Und ja, habe ich mir schon mal Namensschilder gemacht für die ganzen Pflanzen. Und packe ich die hier erstmal aus. Passen die auch perfekt rein. Hier immer für eins. Man macht es ja meistens so, dass man für jeden einzelnen Topf von so einem Papptopf nur einen einzigen Samen nimmt. Aber weil ich jetzt manche mehrfach nehme, wie zum Beispiel von den Paprikas, von der Zlata Paprika zum Beispiel ist das die gleiche Sorte, davon mache ich zum Beispiel zwei in einen, weil dass ich dann noch am Ende für die andere Pflanze noch genug Töpfe habe. Aber jetzt hole ich erstmal raus. Ich brauche 13 Stück, weil ich manche Pflanzen ja doppelt mache. Nun fange ich an, einfach Kokoserde reinzufüllen. So. Wenn das am Ende nicht reicht, kann ich ja dann noch mehr Kokoserde machen. Aber ja, das reicht erstmal. So, Nummer 1. So, das reicht schon mal für den Anfang. Kokoserde ist auch schon ein bisschen nass geworden. Das sieht man an den Töpfen hier ganz gut. Und ja, bei denen werde ich jetzt erstmal schon mal anfangen. So. Hierfür kann ich erstmal Glockenchili nehmen. So. Kommt die hier rein. Nicht ganz so tief. Dann drücke ich es an. So. Direkt markieren, dass ich es nicht vergesse. Das war die Glockenchili. Glockenchili. Zack. Jetzt kommt die Chupetino. So, da sind ein paar mehr rausgekommen. Circa 1 cm sollen die rein. Chupetino, Oval. Hier.
Jetzt mache ich die Yellow Mushroom. Nun kommt die Peperoni Rot. Ich mache die alle wirklich nur 1 cm weit. So. Jetzt noch beschriften. Peperoni Rot. Die war da. Peperoni Rot. Zack. Beschriftet. Nun die Jalapeno. Hier kommt Mini-Paprika Gelb. Jetzt Mini-Paprika Rot. So, jetzt mache ich 2 von den Paprika-Zlatter. Dann mache ich 2 in 1. Jetzt kommen 3 vom Spinat. So, jetzt ist meine Kokoserde leer. Da werde ich jetzt gleich neue anmischen für die letzten 3. So, die letzten 3 habe ich jetzt auch befüllt. Diese Kokoserde ist nicht ganz so nass geworden wie die andere. Und ja, fange ich an mit den Stuttgarter Riesen. Von den Stuttgarter Riesen habe ich 4 Stück. Als nächstes 2 Mangold. So. Mangold, Kulkulas. Als letztes kommen hier noch Brokkoli. So. Brokkoli. Zack. Ja. Jetzt sind alle fertig. Die muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr wässern, denn wie man sieht, die sind schon relativ durchgenässt. Stelle ich hier nochmal richtig hin. So, wenn es gehen würde,
Ja, ist auch nicht so schlimm. Aber wird schon. Mache ich dann später noch richtig. Und ja, das war's jetzt hier mit der allerersten Aussaat. Dann im März werden noch welche kommen. Weil die hier, die kommen erstmal rein, nach drinnen. So. Zack. Ja. Und erstmal warten, bis sie keimen. Also dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, ciao.